Markus Neumeier, ein 2-2 hier daheim gegen Vaduz. Nach dem Schlusspfiff sind auch beide Mannschaften eher enttäuscht gewesen. Ist es schlussendlich gleich ein gerechtes Resultat? Kann auf beiden Seiten ausgehen, das Ganze. Ich denke, jeder Mannschaft hat das Momentum mal irgendwo gehabt. Und ja, ob es gerecht ist oder nicht, das ist immer so eine Frage im Fußball. Ja. Was mit Ausnahme von einem Goal mehr hat konkret gefehlt, um heute als Sieger vom Platz zu gehen? Schwierig nach dem Schlusspfiff so das zu beantworten. Du hast schon gegen einen deiner Ex-Vereine getroffen. Sind so Matches in einer langen Karriere wie deiner noch etwas Spezielles oder ist das Alltag? Es ist immer speziell, gegen einen Ex-Club zu spielen. Und ich habe auch eine schöne Zeit immer dort gehabt. Von dem her ist es vor dem Spiel speziell. Während dem Spiel ist es dann gleich, gegen wen man spielt. Für was können wir jetzt die Länderspielpause nutzen? Weiter zu arbeiten, weiter an den Dingen, die uns im Moment noch Punkte kosten, arbeiten und hoffen, dass wir dann in 2 Wochen einen Schritt weiter sind. Danke vielmals. ProCloud, Ihre Nummer 1 im Aargau für IT-Outsourcing und Cloud-Services. Patrick Rahmen, ein Unentschieden hier daheim gegen Vaduz. Wie bewertest du das Spiel so kurz nach Abpfiff? Ja, es war ein hochintensives Spiel gegen einen starken Gegner, der nicht umsonst in den letzten Wochen regelmässig gepunktet hat, zweitmeister Goal geschossen hat. Also, wir waren defensiv extrem gefordert. Und nach vorne muss ich sagen, positiv ist, dass wir trotzdem zweimal Rückstand sind, haben wir können reagieren. Das zeigt, dass die Mannschaft voneinander da ist, dass man nicht auseinandergeht. Was wir müssen natürlich erwarten, ist klar, aber man hat es auch gemacht. Und ich denke, in der zweiten Halbzeit hätte es nachher in alle Richtungen gehen können. Also wenn es dumm läuft, verlierst du das Spiel. Wenn du ein bisschen Glück hast, kannst du ihn gewinnen. Und ich denke, über 90 Minuten gesehen ein Intensivspiel, wo das 2-2 eigentlich gerecht ist. Beide Gegengol sind nach Standards gefallen. Worauf führst du zurück, dass zweimal ein Vaduz-Spieler so frei zum Abschluss gekommen ist? Ja, sie haben uns dort geblockt. Das haben wir gewusst. Wir haben es in der Analyse angeschaut. Jetzt haben wir 2 Matches, wo wir nicht anbrennen lassen haben in der Defensive, also auf die Standards. Und jetzt haben wir wieder ein Match, wo wir 2 Gegengol bekommen. Es ist nach wie vor so, dass wir dort von uns steigen, wenn es besser machen. Nochmal, es ist nicht überraschend gesehen. Wir haben das im Vorfeld gewusst, dass sie dann blocken, dass sie Spieler frei bekommen und umgesetzt haben wir das leider nicht gut. Es wartet die Länderspielpause. Ist das für dich als Trainer ein willkommener Unterbruch, um an Sachen zu arbeiten? Ja, weder noch. Aber jetzt haben wir 2 sehr schwierige Spiele mit GC auswärts und Vinti daheim. Auf der anderen Seite können wir dort auch viel erreichen. Und das müsste dann auch sein, die 10 oder 14 Tage jetzt optimal nutzen. Und nachher dann mit einem guten Plan und mit voller Elan auf Zürich gehen und das Spiel gewinnen. Danke vielmals.